Alter. Okay, das bringt jetzt nicht so. Was will er jetzt machen? Alter. Der hat ja nervende Typ. Alter, na der hat ja ein Glück. Wieder gar nicht mehr mal guckt. Alter, was ein Glück. Wo ist er denn? Ja, da ist er. Geil, jetzt dürfen wir uns nochmal mit ihm prügeln. So, jetzt haben wir alle Controller-Schüttelrichtung mal ausprobiert, bis nach oben. Wie sie einfach nicht juckt, als ob es so Hulk wäre oder so. Dem macht es aber auch echt Spaß, ne? Die Musik ist auch gerade herrlich. Tja Leute, aus so einem Grund geht man nicht alleine auf Ermittlung. Ah, es ist eklig. Lecker zermatschter Mann. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rührei. Ich denke mal, man kann da irgendwas machen, aber man kann sich halt einfach nur überall hinsetzen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen.
Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und sie gehen duschen. Ach, voll süß, ey. So, dann machen wir ein paar Eier. Oder einen quadratischen Burger, der bestimmt immer noch drin liegt. Jo, natürlich. Wieder, wo auch alles einzeln drin liegt, irgendwie so. So ein ausgepackter Burger im Kühlschrank. Mach mal Rührei. Mach mal. Ja, wir machen Rührei. Schon plass, oder? Die alten Zeiten, wie aus einem anderen Leben. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Sieht irgendwie auch so, wie so ein Eierkuchen gemacht hat oder so. Also wie so ein Kartoffelpuffer irgendwie. Alter. Dort nenne ich ein Flatschen. Ich habe mir mal ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln. Ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Das schöne Essen. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Es ist kalt, es regnet, ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. Das Mädchen weiß genau, was sie will. Bringt nichts, mit ihr zu streiten. Eigentlich müsste ich Gordy Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Zeit, John Shepherds Grab zu suchen. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Ich gucke mir mal ein Grab an. Ich kann mir gar nicht alle Gräber angucken, irgendwie. Entschuldigung.
Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Sie ist überzeugt, auf der richtigen Spur zu sein. Und ich finde, wir verschwenden unsere Zeit auf diesen verdammten Friedhof. Je schneller wir das Grab finden, desto schneller kommen wir von hier weg. Ich hasse Friedhöfe. Die ziehen mich total runter. Kann ich mir jetzt eigentlich auch mal ein Grab angucken, oder? Ist das ja nicht so drin. Warum kann ich mir denn hier nur manche angucken und nicht alle? Wo ist sie denn eigentlich schon wieder hin? Ah, vielleicht war ich vorhin schon am richtigen. Ach ne. Aber ich war wahrscheinlich im richtigen Abschnitt. Ja, aber irgendwie ist das auch der einzige, den ich mir angucken kann. Ach so. Vielleicht war sie doch hier drüben. Ja, wahrscheinlich sind hier die ganzen Kindergräber. Haben wir es gefunden? Hey, Lauren! Hier ist es! Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Ja, was ist jetzt passiert? Ihr nichtsnutzigen Sträuche! Macht euch gefälligst hier raus! Los! Haut! Ab, ihr verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, wenn eure versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll! Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern gerade spielen gehen. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Na, mal gucken, was passiert ist. John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber. So, also wir spielen gerade den Bruder von John, der als scheinbar auch sterben wird, bald. Naja, ich meine, die sind auf einer Baustelle. Kann mir schon so in etwa vorstellen, was hier passiert. Die Baustelle ist verlassen. Ein super Spielplatz. Hey, ich frage mich ja gerade, was wir machen sollen. Hä? Ist das behindert? Mann, du bist echt eine lahme Ente. Ach so. Ja, das schreit, als ob er so keine Ahnung, wie weit runtergehen würde.
Nett. Oh, wie er grinst. So, ich weiß. Oh. Und wir haben es doch geschafft. Wir aber auch rennt. Wirklich übelst lahm. Na? Mann, du bist echt eine lahme Ente. Er hat gar keinen Bock mehr. Na los, komm schon, du Flasche. Gott, das kann ja nur doof ausgehen. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Ach du Kacke. Ich bin bei sowas bin ich richtig schlecht. Also früher konnte ich das mal. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich glaube, ich wäre schon beim Dranhängen runtergeflogen einfach. Wo ist er denn hingerannt? Ach so, hier. Scheiße. Der Junge hat Nerven. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Ach ja, immer schön, wie sich Kinder herausfordern. Oh. Vor allem selbst das hätte schon übelst dumm ausgehen können. John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Na los, du bist jetzt dran. Alter. Leute, was macht denn die für eine Scheiße? Oh mein Gott, ich bin hängen geblieben. Jedes Mal passiert das, wenn das hier dran kommt, solche Hochdings-Events. Wahrscheinlich wird das für den wahrscheinlich auch noch wirklich der Todessprung. Ich möchte auch gern runter. Alter. Bis 20 und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 11, 13, 17, 20. Mhm. Oh mein Gott. Ich sehe ihn schon.
Wie kommt denn der da rein, Alter? Mein Fuß! Mein Fuß steckt fest! Greif zu! Ich zieh dich raus! Hä, wie kommt denn der da rein? Meine Güte. Gott, ja. Wie jetzt? Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Also es schüttet schon die ganze Zeit in der Arbeit und jetzt geht er nach Hause. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepherd ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Das war's hier für uns. Wir gehen. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Okay, was hat der damit zu tun? So viele Verdächtige. Ich frage mich eigentlich, was mit Ethan ist. Von dem haben wir schon bislang nichts mehr gehört. Alter, wie die tanzen alle. Vor allem die links vorne. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Wenn Paco ein Kumpel vom Todesdoktor ist, soll ich lieber aufpassen. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment. Kein Typ, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Alles wird gut. Ich finde den Typen, stelle ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo alles Paco klar. Ist. Wo ist hier eine Bar? Ich suche Paco Mendes. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Okay, jetzt. Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendes möchte nicht gestört werden. Wo ist denn jetzt eigentlich der Barkeeper, den ich eigentlich ursprünglich fragen wollte? Was machen wir jetzt? Was macht er jetzt? Können wir jetzt reinschleichen? Nein, können wir nicht. Eine unsichtbare Mama, toll. Ich würde sie gerne beobachten, aber ich sehe halt einfach gerade nichts.
Hm. Also sie hat jetzt hier getanzt, also sie kommt da rein. Paco mag seine Mädchen sexy. Sexy, aber naja, können wir hier auch tanzen? Warum können wir nicht tanzen? Ach, jetzt. Schaut nicht mal her.